Willkommen zurück in Crookham Beach. Wie heißt es jetzt nicht Crookham Beach? Crookham Bush, so heißt es. Wie ihr seht, hat sich ein bisschen was getan. Ich habe einfach mal nebenbei weitergespielt, um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, weil es ja größtenteils auch nur ums Warten ging, dass wir die 250 Patienten heilen. Den Rest haben wir natürlich schon geschafft, wie ihr seht. Eine Ruf von fast 100%, Heilungsrate gerade bei 80. Krankenhauswert mittlerweile 3,7 Millionen, gutes Geld angehäuft. Ich habe mittlerweile umgebaut, wie ihr auch seht. Also ich habe das Gebäude hier zuerst gekauft, das hier unten, um einfach ein bisschen Platz zu haben hier anfangs für Farbtherapie und Entwesungsanlage. Da baute ich die Frakturstation und dann ging es Schlag auf Schlag, was entdeckt worden ist. Dann habe ich hier alles reingebaut und dann hatte ich ein bisschen Geld angespart. Und habe mal probiert, einen reinen Diagnoseflügel quasi zu erstellen. Den habe ich hier gemacht, mit zwei Arztpraxen, zwei Scannern, zwei Röntgengeräten, bis jetzt nur eine Flüssigkeitsanalyse. Da überlege ich, ob ich auch noch eine zweite baue. Und dann jeweils Herzraser und allgemeiner Diagnose zwei Stück. Dazu noch hier die Station vergrößert, dass hier auch ja die Wartezeiten nicht so lang sind. Hier fehlen natürlich noch ein paar Bänke, weil ich gerade das umgebaut habe. Hier habe ich jetzt auch ein bisschen umgebaut, denn die Patienten, die hier ankommen, wollen nicht warten. Also die sind nach 35 Tagen schon wieder aus dem Krankenhaus rausgerannt, während wir sonst ja mal bei 200 hatten. Also habe ich jetzt überlegt, hier 8 Arztpraxen reinzusetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sogar 9 sind es. 9. Hier sind allein 9 Arztpraxen, 3 Psychiatrien drin. Jetzt ist es noch ein bisschen unaufgeräumt aus, weil ich es nochmal wieder korrigieren muss. Ich baue hier noch eine zweite Apotheke rein und ich wollte eigentlich die Mitte frei haben für die Assistenten, aber irgendwie habe ich das wohl verpennt. Jetzt bleibt es auch erstmal so. Ja, das ist so passiert in letzter Zeit. Jetzt müssen wir die letzten 40 Patienten noch rein und dann haben wir jedes Krankenhaus einen Stern bekommen. Ich sehe schon, DNA-Labor warten die Leute auch schon. Dann muss ich doch nochmal ein zweites bauen. Aber ich glaube, so viel Personal habe ich gar nicht. Hier haben wir noch einen guten. Schmeißen wir auch gleich hier rein. So. Aber es läuft jetzt. Am Anfang war es sehr stockend, dass hier kaum was passiert ist, wenn ihr euch in der letzten Folge daran erinnert. Und gerade als ich angefangen bin, hier in Ruhe meinen zweiten Megascanner zu bauen, hier alles ein bisschen Ruhe einzurichten, da haben sie mich quasi so gut wie überrannt. Mal gucken, weil um den Heizkörper hatte ich mich noch gar nicht gekümmert, größtenteils. Epidemiewarnung, was haben wir denn? Vorzeitige Mumifizierung, okay. Ich muss gleich mal unbedingt darum kümmern, aber es gibt noch keine Heizung. Wir müssen wärmer machen hier an den Flügel, dass die Patienten sich auch wohlfühlen. Ich weiß, euch auch langweilig, darum muss ich mich auch noch kümmern. Und Ganzen geht's ja. So, 4 Infizierte. Zirkustherapie-Notfall. Ja, können wir mal annehmen. So. Clowns treffen mal wieder einen ein. Mal gucken, ob wir irgendwo die vorzeitige Mumifizierung sehen. Da haben wir einen. Gelöscht. Sehr gut. Hervorragend.
So, hier drüben wollte ich jetzt noch eine oder zwei Arztpraxen. Ich brauche lieber noch eine dritte bei der Diagnosebereich hin, weil die immer danach irgendwo anders hinlaufen. So, ansonsten glaube ich, haben wir alles zum Diagnose erstellen hingestellt. Und auch alle anderen Gebäude haben wir schon stehen, das ist gut. Dann würde ich auf jeden Fall nochmal hier ein Café reinsetzen wollen. Tired of hearing all the good things going on in the world? Sick of cheery headlines and positive. Und dann gleich noch ein paar Toiletten. Then read the Daily Sneer, because good news is bad news. 24 hours a day. This is 22 Point Radio. So. Doctor to X-ray. Sehr gut. Ja, den Adambohr ist gar nicht verkehrt, dass ich da nochmal so, hier nochmal zwei Toilette, dass nicht alle so weit laufen müssen. Sind wir ja gar nicht so. Mülltonne noch und wie immer Desinfektionsspray. Mal gucken, wie sieht es denn jetzt mit der Heizung hier drin aus? Die habe ich hier vergessen. Oh, sieht ganz gut aus. Ist okay auf jeden Fall, denke ich mal. So, hier fehlt noch einer drin. Ich denke, so könnte es passen soweit. Dann müssen wir noch ein paar Bänke aufstellen. Das wollte ich tun. Genau, weil hier gibt es ja noch gar keine Bänke. So, ein paar Bänke noch hingestellt. Hier sind schon ein paar. Doctor to psychiatry, please. Fährt natürlich bei allen drei Psychiatern fehlt mir einer. Das ist natürlich super. Oh, ich stelle jetzt nochmal einen Haufen Ärzte ein hier. Psychiater ist natürlich ärgerlich. Aber ich könnte noch ein paar weiterbilden. Wie viel habe ich denn überhaupt? Wir bilden mal welche weiter. Psychiatrie. 11 Teilnehmer haben wir theoretisch dafür. Machen wir mal 3. Und ich habe aber schon 1, 2, 3, 4, wer weiß, wo die 5 alle rumliegen. Aber dann haben wir noch mal ein paar mehr. Sehen wir nur noch die Psychiater, größtenteils. Machen wir gleich. Probieren mal 90 Tage und vor das, weil versprechen kann ich nichts. Hier fehlt mir auch noch welche. Eigentlich dürfte ich jetzt genug Ärzte haben. Das, hier fehlen ja auch noch welche. I'm the one who's on the air. You're just listening to me being on the air. Auf jeden Fall, wir haben es gleich geschafft. Jetzt finden noch 10 Patienten. Ich denke mal, ich werde mich eben das Krankenhaus noch ein bisschen kümmern im Nachhinein. Also ich hätte jetzt noch geplant, theoretisch, dass wir das hier nochmal in der Mitte ein bisschen besser aufräumen, gar keine Frage. Und die Rezeption in die Mitte legen und dann außen halt alles voll machen, eine zweite Apotheke dazu bauen. Und von jedem
Behandlungsraum, den wir ja haben, ne, Farbeimer und Entleuchtungsklinik und so, überall mindestens eine zweite dazusetzen. Nebeneinander, dass wir für Notfälle und so besser gerüstet sind. Ich denke, das wäre auf lange Sicht ein guter Plan, aber es sind ja so nur 4 Patienten. Und das Geld läuft ja hier ohne Ende, obwohl ich halt einen Haufen noch ausgebe. Vielleicht würde ich nochmal 2 Assistenten anstellen. Und 3. Damit sie auch einer Marketing kümmert, denn ich habe ein paar Marketing-Optionen gehabt. Und dann rennt er doch einfach raus und setzt sich vorne an die Rezeption. Der Ruf ist auch nochmal gestiegen, das ist bei 99%. Ich glaube, höher geht da kaum. Also. Hervorragend. Ich muss noch ein bisschen verteilen auf ein paar Automaten noch und sowas. Dann würde ich mich nochmal mit eigentlich in Ruhe beschäftigen, ins Detail zu gehen. Und da haben wir es geschafft. Glückwunsch! Wir wurden mal wieder mit einem Stern bewertet. Wir haben Goldstandard jetzt im Two Point County. Das ist auch sehr gut. Ja, ich würde sagen, das war das Let's Play zu Two Point Hospital. Ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Klar könnte man noch halt die ganzen Krankenhäuser auf 3 Sterne hochspielen. Aber das Wichtigste habt ihr ja gesehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Dazu guckt mal bei uns, bei den Neon Green Monkeys, der Papillon und ich. Wir haben noch andere Projekte am Start, die seht ihr auch hier dann am Ende des Videos noch eingeblendet. Gerade aktuell Strange Brigade läuft noch und der Papillon zockt Mafia, den ersten Teil. Und natürlich die neuen Projekte nicht zu vergessen, wie Deliver Us the Moon und Life is Strange 2, die erste Episode. Die starten dann jetzt auch. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zusehen bei uns. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mal ein Abo oder ein Like da für die Videos, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, bis zum nächsten Projekt. Ciao!